Oh, etwas zu früh eigentlich. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Trotzdem begrüße ich euch. Wo wäre das? Wo gleich? Ja, das war ja mal ein komischer Starter. Ich begrüße euch auf der Hof Bergmann 1007. Nee. Der Autooperator macht nur dumm Tüch. Ist euch das schon mal aufgefallen? So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ja, genau. Pabaram, 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 pam, pam. Wir holen jetzt mal ein paar Tüften. Oder auch Kartoffeln. Sagt man ja auch zu. Oder Erdäpfel. Dann gucken wir mal. Da sind sie doch. Tüften. Wir machen ihn voll, das finden wir toll. Wunderbar. Ah, ich hätte auch mit dem LKW fahren können. Egal, aber was zu tun. Du bist ja das Regenwetter irgendwie überbrücken, das hilft ja nichts. Ist ja nicht schlimm, das sind ja noch, ne? Die werden ja jetzt gewaschen und dann verstehst du? Dann können wir ja ruhig hier draußen hinschütten. Das ist ja nicht so schlimm. Tüften! Gib mich Tüfte noch im Auge. Also. Mir wird ja übrigens langsam kalt, muss ich mal so sagen. Das könnte aber, auf Haut geht, immer noch gut 10 Grad draußen. Das geht eigentlich. Und drin haben wir 17. Also ich habe hier schon mal bei kälteren Innentemperaturen weniger gefroren, muss ich sagen. Und diese verdammte Biedigkeit. Das ist bestimmt, das liegt am Alter. Ich bereite mich schon mal auf den Dauerschlaf vor oder so. Ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich muss wieder rausgucken, sonst sehe ich das nicht so richtig. Verstehst du? Das lasse ich jetzt mal. Das müsste erstmal
fürs erste Mal. Wir können ja wieder was holen. Das ist ja nicht das Problem. Wunderbar! Das geht doch. Schönes Ding, du. Oder wie das heißt, du. Jetzt stellen wir die einfach da an die Säule. Hier. Und planen die drauf, damit da nicht so viel Wasser drin stehen bleibt. Nicht so. So. So ist es. Guckst du? Siehst du, guckst du? Okay. Jetzt müssen wir hier hin. Alle hopp, alle hopp, alle hopp. Der Kies war, da kann doch nicht wahr sein. Wir hatten da was in Tee getan heute Morgen, oder in Kaffee, meine ich. Oh, ich weiß, was ich da mache. Oh. Wenn ich diese Aufnahme drin habe, also aufgenommen habe, mit Kasten so, weißt du? Dann, was ist denn jetzt hier? Oh. Werde ich eine schöne heiße Brühe machen. So eine Gemüsebrühe, weißt du? So ein Tässchen. Das ist nicht schlecht. Das wärmt so ein bisschen auf. Ja, bleibst du da, wo du bist, ehrlich. Nein, wieder die falsche Taste. So, jetzt hüpfen wir mal eben raus. Ja. Cutting. Warum habe ich den jetzt ausgemacht? Weil ich blöd bin. Komm gleich auch noch mal rein. So. Nee. So. Jetzt morgen wieder den Rotwall. Der ist voll. So. Und dann ist das ja hier die Blatt, ne? Weste, ne? Kartoffelwäsche. Gänse, wa? Kann man das auch nochmal machen, so. So, guck. Und dann kann man nämlich jetzt hier, zack. Und drückt und dann läuft das darüber und dann darüber, also so rüber, ne? So, das sind jetzt gewaschene Kartoffeln und jetzt hier, naja, hier so rüber gelaufen über das Förderband. Wenn den Onkel hier, der ne, Premium-Produktion, Premium-Kartoffeln, liebe Freunde, merkt euch das, Premium. Nur vom Feinsten. Jo. Ne? Und dann, gut, ich hätte den eigentlich anders bestellen müssen, aber dann wäre ich hier mit meinen, weil da kommt ja dann hier auch noch ein bisschen Schweinefutter raus. Von irgendwann so ein paar bisschen, ist nicht viel, aber ein bisschen. Und, also von der Ausschusslage, verstehst du? Darum hätte der eigentlich, also, das geht ja so auch. Guck, da habe ich jetzt hier den kompakten Kompaktlader, und wenn ich jetzt hier so, wupp, und dann legt der die in die Schaufel. Verstehst du? So, ne? Guck, dann mache ich das nämlich. Drumherum mache ich dann nämlich, weißt du, fahre ich hier weg.
zum Aufpassen, dass ich das Förderband nicht so verschiebe. Guckst du? So hier rum, ne? Siehst du? Dann fahren wir hier hin. Und dann kommen die Premium-Kartoffeln erstmal hier in den Anhänger. Und dann können wir die später einlagern. Dann werden die für teuer Geld verkauft. Und die flügt das zum Mock wieder. Man muss immer aufpassen, wenn man mit diesem wendigen Pfiffi hier durch die Gegend fährt, dass man nicht irgendwo anditscht und sich alles verschieben tut. Das wäre dann doof. So, steht. Okay. Ich guck mal eben hier, warte mal. Wo haben wir denn jetzt hier? Silagi. Totes Tier, nee, das ist ja Quark. Das bringen wir auch nicht weg. Ziegenkäse, Butter und Bieren. Da sind wir noch nicht. Was ist das? Das sieht für mich aus wie Samen. Spermien, würde ich mal so. Ach so, genau, vom Bullen, genau. Bullensperma, richtig, das war's. Da sind wir doch. Gewaschene Kartoffeln, Premium-Kartoffeln. Jetzt nur mal so als Unterschied, ne? Selbst in der Brennerei, guckt euch das an hier. Und das ist der Hofladen. Für gewaschene Kartoffeln 376, Premium-Kartoffeln 769. Also es lohnt sich schon. Vor allem sind das Sachen, kann ich wieder machen. So, normale Kartoffeln 229. Kannst du ja gut machen, wenn es regnet hier, ne? Warum nicht? Also ich finde das gar nicht so schlecht. Man könnte die auch sofort hier in den Beamer kippen. Hier. Absacken, aber das will ich nicht. Das kann ich ja dann immer noch machen. Ja, was wollte ich denn jetzt noch? Hilfe! Ich weiß nicht, was ich wollte. Ich gehe mal zur Bäckerei. Ich könnte auch eben... Wie sieht es denn hier aus? Oh, da gleich noch. Jo, ist auch noch okay. Hey, Meister Hahn! Oh. Die Bäckerei, die ist gleich frei. Ah, oh, guck mal hier. Ach, nicht schon wieder. Man glaubt es einfach nicht. Lass das mal auf. Nein, falsch. Falscher Fehler. Tür öffnen. Wo haben wir denn die Tür öffnen? Zum nächsten Fahrzeug. Das müsste auch eigentlich ziemlich hier oben sein, ne? Das nervt mich ja fürchterlich, sowas. Hey, großer. Was war das denn? Teddybär. Na, sowas. Ich könnte. Interagieren. Ist das Interagieren? Quatsch. Drücke die Maustaste, die auf ihn. Ja, natürlich. Aber ist doch irgendwie Pillepalle hier.
Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Da. So, nee. Oh nee, ne? Sag nicht, ich hab. Oh. Naja, gut. Jetzt habe ich wieder total im Bock geschossen. Ach, du dickes Ei. Jetzt kann ich die ganze Programmierung neu machen. Ich werde zum Hühner, habe ich. So ein Mist. Ja, okay. Das wird jetzt ein ganz kurzes und bescheidenes Video, liebe Leute, weil jetzt habe ich nämlich hier total Bock missgebaut. Ich sage mal ganz kurz und bündig, es wird euch nicht gefallen haben, lasst gerne einen Daumen da und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Bis dahin. Ciao, ciao.